Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserem nächsten Sortenbericht. Diesmal habe ich für euch Creamy Kings. Creamy Kings Nummer 5 hat übrigens nichts mit einem Kiss zu tun, also einem Kuss. Sondern es ist eher eine Abwandlung. Ja, aber es wurde wohl irgendwie dann so vermarktet mit dem Creamy Kiss. Als wenn das so wie in einem Kuss rüberkommt oder als wenn man einen cremigen Kuss bekommt. So. Ja, es ist auf jeden Fall seit Ende Januar 23 jetzt schon in den Apotheken. Und ich muss es natürlich testen. Natürlich sind die Blüten unbestrahlt. Das ist das, worauf ich immer sehr viel Wert lege. Also auch die Blüten sind unbestrahlt. Der Geruch, der ist, finde ich, was ganz anderes, wie man es gewohnt ist. Es kommt einem direkt so ein... Ja, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es ist wirklich schwer einzuschätzen. Manche würden jetzt sagen, seid mir nicht böse. Manche würden sogar sagen, säuerlich, modrig. Aber es ist eher so nussig, zitronig mit Vanille oder Limette. Man kann das irgendwie, also da kommen so zwei, drei Gerüche zusammen auf jeden Fall, die man ganz schlecht definieren kann. Kommen wir wieder zum Drücktest. Ja, schauen wir uns Creamy Kings mal von der Nähe an. Nehmen wir mal einen etwas größeren Bud und man sieht oder man hört, ich bin näher am... Hört es knacken? Ja. Ich finde, es hat noch eine sehr gute Konsistenz. Also gegenüber den letzten zwei Sorten finde ich, schaut jetzt nur mit der Hand wieder, es bleibt schön, eine schöne Konsistenz, die nicht zu krümelig, nicht zu staubig wird. So stellt man sich eine schöne Blüte vor. Sie ist also sehr schön harzig, sie ist kompakt. Sieht auch schon ein bisschen fermentierter aus, finde ich. Und ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Eine sehr gute, durchdachte und kompakte Sorte. Ja, die Blüten haben einen THC-Gehalt von ca. 23%, also schon eher hochrangig angelegt. Ja, Creamy Kings gibt es übrigens in den Apotheken als Afai 23-1. CRE. In unserer Apotheke haben wir es diesmal auch wieder für unter 10 Euro bekommen. Also für eine qualitativ gute Sorte ein sehr guter Preis. Die Preise unterscheiden sich natürlich je nach Apotheke, wie ihr wisst, ist ja fast bei allen so. Ja, auch bei dieser Sorte kann man eigentlich sagen, das ist ein sehr faires Angebot. Ja, diesmal haben wir es hier mit einem dominanten Indica-Hybrid zu tun, also der mir echt so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ich finde wirklich angenehm und es ist wirklich schön zu konsumieren. Ja. Der Wirkungsgrad von Creamy Kings würde ich eher als leicht schmerzstillend und auch aber appetitanregend wie auch schlaffördernd. Also ich konnte sehr gut davon schlafen. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass ich ein bisschen kreativ davon wäre. Die Sorte ist insgesamt eine recht interessante Kreuzung von Carol's Haze. Die ist gekreuzt mit Cookies and Cream, kommt in der Ursprungsfusion laut unseren Recherchen von Dutch Passion Seeds. Allerdings könnte es auch von Exotic Genetics kommen. Das ist nicht genau feststellbar für uns. Die Sorte wird übrigens in Afrika, genauer gesagt in Johannesburg angebaut. Das Unternehmen von Safrikana, was sich durchaus sehen lassen kann, wird wahrscheinlich auch noch weitere Sorten auf den Markt bringen. Die Gewächshäuser befinden sich auf jeden Fall an einem Standort mit wohl optimalen Anbaubedingungen auf einer Höhe von 1500 Metern. Und es ist der Hammer, was die an Sonne haben. Also ich glaube, ganze 280 Sonnentage im Jahr. So, hier also noch die Grafik über die Aufstellung des Terpenprofils. Der Terpengesamtgehalt und die Verteilung der Chargen können naturgemäß natürlich immer ein bisschen variieren. Ja, das dominanteste Terpen ist das Carofolin mit 23%, was eher als holzig eingestuft wird, gefolgt von Nerolidol mit 18%, eher blumig-fruchtig. Und Mykren auch mit einem Anteil von 16%. Ja, sonstige Terpene sind noch 43%, die nicht genau
aufgelistet sind, aber das sind so, die am meisten rausstechen. Und hier nochmal die Zusammenfassung. Creamy Keys Nummer 5 ist also ein Indica-dominanter Hybrid, wahrscheinlich von Dutch Pest Seeds, mit einem THC-Gehalt von bis zu 23% und einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Der Terpenanteil liegt bei 3%. Der Geschmack ist eher als holzig, blumig bis erdig einzustufen. Und die Blüten sind meist zu einem Preis von unter 10 Euro zu bekommen. Ja, zum Resümee. Insgesamt finde ich die Sorte sehr gelungen. Sie ist sehr fest und kompakt, wie ich euch schon erzählt habe. Man würde sich die ein bisschen fluffiger wünschen, allerdings vom medizinischen her, appetitfördernden. Also mir hat es richtig Gusta gemacht und ich finde, es ist auch gut schmerzstillend. Also alles in allem und auch wenn man den Preis mitberechnet, finde ich es wirklich eine tolle Sorte, die ihr auch unbedingt mal testen solltet. Also bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr schon für Erfahrungen mit dieser Sorte gemacht habt. Bis dahin.